Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, wir werden heute mal wieder ins hoffentlich kühle Nass springen, denn die Temperaturen hier bei uns in Deutschland, die werden einfach nicht weniger und hier in meinem Zimmer sowieso nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann springen wir immerhin ins digitale Nass und versuchen uns da so ein bisschen abzukühlen, besser gesagt oder genauer gesagt. Wir sind heute nochmal in der Powerboat-Kategorie unterwegs. Da fehlen mir tatsächlich ja noch ein paar Rennen, die ich noch nicht gemacht habe. Und ich habe mir einfach gedacht, wir gönnen uns mal ein neues Boot, ein neues Powerboat. Und da habe ich ja vor einigen Folgen auch mal gefragt, soll ich hier den Proto Offshore MK2 beziehungsweise die Vector V40R kaufen, und die Meinung ging tatsächlich so in alle Richtungen, ja, und was man da machen kann und was ich kaufen soll, und dann kam aber von ein paar wenigen Leuten, die haben dann gesagt, ja, weder noch, kauf dir doch einfach mal dieses fette Teil hier, den Frauscher 1414 Demon oder Demon, und da dachte ich, ja, das ist eigentlich gar keine so blöde Idee, weil der gute Pascal, also die Tinte hier bei uns auf dem Kanal, hat ja im Stream schon gezeigt, was für ein riesen fettes Ding das ist, und das Ding ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, ja, ihr seht auch, Leistung 2200 PS, Höchstgeschwindigkeit 125 km/h, und das Ding ist einfach nur ein Panzer auf dem Wasser, und ich glaube, wenn man das dann ordentlich nochmal mit neuen Teilen ausstattet, dann geht er gut ab. Und vor allem, man kann einfach alle anderen Kontrahenten einfach überfahren, weil das Ding einfach so ein fettes Teil ist. Und deswegen können wir uns das jetzt einfach. Es gibt verschiedene Farben, sehe ich gerade. Okay, wir nehmen mal, ja komm, nehmen wir mal so ein Grau. Aber wir werden wahrscheinlich sowieso gleich nochmal irgendein Design aus der Community nehmen. Zack. Und da haben wir das Ding. Ja, guckt euch das mal an. Das ist eigentlich mehr so ein Luxus. Ja, keine Ahnung. Yacht will ich nicht sagen. Also Yacht ist auch nicht. Aber da kann man, guck mal, unter Deck gehen. Also man sieht da zumindest mal eine Tür. Und, ja, ist schon ein böses Teil. Wir gehen auf jeden Fall gut ab schon mal. Aber wir werden natürlich das Ding ein bisschen upgraden schon mal direkt. Deswegen suchen wir uns gerade mal unser stärkstes Boot aus. Das ist Offshore MK1. Und da werden wir jetzt gerade mal die Teile... Ups, das hat jetzt gerade gar nicht funktioniert. Achso, der hat 99er Teile normalerweise. Dann bauen wir da mal kurz besten Teile aus. Die bauen wir nämlich dann wieder hier ein. Wenn wir das Ding ein bisschen pimpen können. Mal gucken, wo die Leistung auch hinwandert. Bin jetzt auch mal gespannt. So. Und da haben wir auch noch was. Ja, dann haben wir jetzt schon 2427 PS. Also ging schon gut nach vorne. Jetzt gehen wir aber mal ganz schnell zu unserem HQ. Warte mal, gehen wir gerade hier unten in Miami hin. Und schauen noch mal, was wir denn an dem Bötchen, an dem kleinen Bötchen, so ändern können. Wir wählen was einfach mal hier aus. Fahrzeug wechseln. Nehmen wir das gute Teil mal. Boah, Alter. Einfach mal wusch. Okay, wenn man das hier hochgebracht hat, will ich nicht wissen, aber es scheint hier einfach zu funktionieren. So, anpassen, also aussehen geht nicht, wie ihr seht, aber Verzierung können wir mal, gucken wir mal. Vielleicht hat jemand von meinen Freunden was gemacht, ne, sieht nicht so aus, dann aber vielleicht in der Top 100 irgendwas. Okay, der hat so ein Haifischmaul gemacht, man sieht es fast gar nicht, ne. Was haben wir hier noch? So ein komplett verrücktes Design. Das schaut schon mal ganz geil aus, muss ich sagen. Das ist auch nicht schlecht. Das hat so ein, auch so ein Gesicht. Zumindest sieht es so aus, als ob es ein Gesicht hat. Okay. Okay, Big Bertha ist natürlich geil. Aber das da oben drauf gefällt mir nicht so. Aber so die Idee ist schon mal geil mit Big Bertha. Ich glaube, ich nehme da tatsächlich das eine. Das fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Muss ich sagen, komm, ich nehme das einfach. Ich will jetzt auch nicht zu lange Zeit verdrödeln. Wir wollen ja noch ein bisschen vorwärts kommen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hat eine schöne Mischung von allem. Da gehen wir gerne über 2000 Bucks nochmal aus. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir damit mal nochmal raus. Gucken wir nochmal, wie sich das Ding so fährt, wenn es schön designt ist. Wir wissen ja, schönes Design macht gleich mal 1000 PS oder so aus. Mindestens. Das ist halt schon ein Riesenschiff. Ja, geht ganz schön gut, aber auch ab, ne? Nach vorne. Irgendwie kommt nirgends Nitroflammen oder so raus, ne?
Ah, schon cool. Mal dem Sonnenaufgang entgegen. Oder Untergang? Nee, Aufgang, glaube ich. Wie romantisch. Also heute ganz romantisch unterwegs. Gut, dann würde ich sagen, Aktivitäten. Ihr seht, da fehlt noch ein bisschen was. 90%, das heißt wahrscheinlich gerade ein Event haben wir noch nicht gemacht, aber was soll's. Das wollen wir auch tun, das letzte nehme ich. Und da wird sogar Stufe 150 verlangt. Das haben wir nicht mal. Aber wir probieren's, ha? Probieren kann aber gar nicht überstudieren. Leuchtturmregatta. Auf dieser Strecke siehst du 8 verschiedene Leuchttürme. Und das heißt, du kannst sogar 10 sehen, wenn du gut bist. Ich habe nur 8 gefunden. Und ich bin echt gut. Hä? Ich verstehe gerade nicht so ganz, was sie da gesagt hat. Hä? Da gibt's 8 Leuchttürme und wenn du gut bist, also wenn man gut ist, kriegt man sogar 10 zu sehen. Hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Egal, vielleicht könnt ihr es mir erklären. Ich verstehe es nicht. Wenn du gut sehen kannst oder was, also da ist einer. Und ja. Jetzt konzentriere ich mich aber lieber aufs Rennfahren. Okay, das Ding ist ein bisschen schwerfällig, glaube ich, so, aber dadurch, dass das so ein Riesenteil ist, glaube ich, bocken halt Wellen und sonst was überhaupt nichts. Da ist nochmal ein Leuchtturm. Warum da aber so viele Leuchttürme auf einem Fleck sind, weiß ich auch nicht. Da vorne ist nochmal, rechts sind nochmal 3. Ich sehe rechts, sehe ich nochmal 3. Da vorne nochmal einen. Aber gut, vielleicht sieht man den einen oder anderen dann auch doppelt. Vielleicht hat sie das gemeint. Wenn du richtig gut bist, dass du so sturztrunken bist, dann siehst du sogar manche doppelt. Ich weiß es nicht. Doch egal, wir führen das Ganze an und das Boot geht richtig gut ab. Guck mal an. Weil, wie gesagt, man hat einfach von den Wellen, merkt man gar nicht, das sind jetzt auch keine Megawellen hier, aber man merkt einfach gar nichts. Diese kleinen Tröpfchen, die gegen den Monitor prasseln. Ach, das gibt mir so ein erfrischendes Gefühl. Gibt es euch auch ein erfrischendes Gefühl? Ja, man muss sich manchmal nur vorstellen, dass es kalt oder kühl oder was auch immer ist. Dann, das hilft manchmal auch schon. Gar nicht so dran denken, es ist scheiße warm. Ja, hilft. Das sind auch nochmal links 2 Leuchttürme. Warum sind da so viele Leuchttürme? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder es ist so ein krankes Riff, dass du ja ständig 1000 Leuchttürme brauchst. Also ich habe jetzt ja auch nichts am Feintuning gemacht, ne, bei dem. Hier ist auch nochmal rechts ein Leuchtturm. Da kann man drüber fahren. Ja, das ist echt krass, das Teil. Ah, da kommt aber nochmal einer. Nee, nee, nee. Da habe ich mich ein bisschen zu sehr in Sicherheit gewogen. Da kam gerade nochmal einer. Aber sehr geil, ey. Geht ab. Geht ab, der Panzer. Guck mal, kann man gerade überfahren. Oh. Oder einfach gegen Baum drücken. Ich drücke meine Gegner auf dem Wasser gern gegen Bäume. Ja, klingt erstmal im Zusammenhang komisch, weil Baum und Wasser, aber ihr habt es gesehen, es ist möglich. So, was haben wir denn hier Schönes? Zack. Und zack. Okay, wir haben immer noch nicht die Stufe, die man eigentlich braucht. Ja, das Lustige ist ja, jetzt haben wir ja hier bestimmt 100%. Genau. Aber wenn ich jetzt hier auf schwer gehen will, boah, ich glaube, das schaffen wir nicht, oder? Soll ich es mal probieren? Ne, probieren und so geht über, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich probiere es einfach mal. Mehr wie verlieren können wir ja nicht. Aber das ist schon heftig. Das sind fast 60 Stufen. Ne, das sind über 60 Stufen. LI-Punkte, was auch immer. Ey, aufmachen. Probieren es einfach mal. 3, 2, 1. Go! Ja, okay, die gehen schon böse ab hier. Ich glaube, wir müssen ja auch mit Feintuning ein bisschen arbeiten. Also das Boot einstellen, Gewichtsverlagerung und solche Geschichten. Oh, der war scheiße. Hat mich die Chain aber mal völlig aus dem Leben geholt. Ich glaube, so Top 3 wäre vielleicht, wenn es ganz gut läuft, sogar drin. Aber halt Erster ist nicht drin. Und man muss halt Erster werden, wenn man auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad spielt. Das erhöht, das ist nochmal das Schwerere daran. Und ich kann nur nochmals betonen, wie toll wäre ein mittlerer Schwierigkeitsgrad. Vielleicht kommt es irgendwann. Irgendwann, wenn wir es eh nicht mehr brauchen. Wenn wir sowieso alles schon auf Max-Stufe dann irgendwann haben. Oder nahezu. Ja, nee, da haben wir mal keine Schnitte haben. Da kommen wir kein Stückchen ran. Aber wir haben es mal probiert. Ist ja auch egal. Heute geht es ja nur um die Abkühlung. Ja. Und
Ich habe gehört, wenn man anderen hinterherfährt, kriegt man eher noch ein paar mehr Wassertröpfchen ab. Ja, keine Schnitte. Na gut, bei dem Boot kann ich mir auch vorstellen, dass man wirklich durchs Feintuning nochmal ein bisschen was rauskitzeln kann. Was krass ist, sind echt hier diese hohen Wellen. Bockt es einfach nicht. Das ist echt der Vorteil bei dem Teil hier. Halt wirklich so ein Panzer. Sie wären mal Fünfter sogar nur. Gut, wir haben am Anfang da ein bisschen Zeit verloren, als wir da von Chain ein bisschen weggedrückt wurden, aber trotzdem, ne. Keine Schnitte. Enttäuschend. Aber ich meine, ja, schaut euch mal den Unterschied an. 210 wird empfohlen. Und ja, 144 haben wir gerade mal. Also, das war ja irgendwie abzusehen. Hey. Ups, jetzt habe ich mich selber dagegen geknallt. Egal, wir machen mal die Tests, die es hier noch gibt. Da haben wir ja gesehen, dass in der Pro Racing Klasse es einige Tests gibt, die eben auf dem Wasser sind, nämlich zum Beispiel die Flucht. Und da habe ich ja schon Bock drauf. Deswegen probieren wir mal die Flucht. 660 Meter müssen wir schaffen. Und ich glaube, wäre es nicht schlauer, sogar Fluss. Naja, okay, das ist ein bisschen hardcore. Okay, das wird nichts. Glaube ich. Jetzt. Sogar ein bisschen echt schlechter Anfang. Ich wollte gerade sagen, ob es flussabwärts nicht sinnvoller wäre, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich sollte vielleicht nicht so oft auf dem Land fahren. Nein, ich wollte den Balken noch füllen, aber... Oder? Doch, wir haben den Balken gefüllt. Hui. Ja, immerhin. Okay, sah jetzt nicht so elegant aus, aber ey, es ist praktisch, ja. Brauch ja nicht immer elegant sein. Mit dem Ding sowieso nicht. Zumindest mal filigran ist es nicht. Sagen wir es mal so. Sehr schön. Dann können wir gerade einfach das nächste Mal noch ein bisschen hier nochmal ein bisschen Progress machen. Wir können auch noch, klar, das ein oder andere Rennen nochmal auf normalen Schwierigkeitsgrad fahren, aber... So, was haben wir hier? 1000 Meter Fluchtzielpunkt. Dann probieren wir das doch mal aus. Okay, da geht es aber um deutlich weniger Kurven. Ich nenne es mal Kurven. Ja, der Fluss macht deutlich weniger Knicke. Da geht es mehr geradeaus. Jetzt hier vorne müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Die Aufgabe erfüllt, aber ich will den Balken füllen. Mit unserem Luxus-Powerboat. Ja, ich glaube, es sieht ganz gut aus. Balken ist gefüllt. Das ist schon mal sehr schön. Aber jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Es kommt immer näher. Aber ich glaube, wenn du hier ein richtig voll aufgepimptes Boot hast, dann kannst du ja richtig abgehen. Ah, da kommt sie, die rote Wand. Ah, bam, da hat sie uns. Aber ja, 3786, 1010 waren vorgegeben. Sah auf jeden Fall deutlich besser aus als gerade eben noch. Ja, dann würde ich sagen, zur Abwechslung machen wir jetzt nochmal ein ganz normales Powerboat-Rennen. Und dann, dass wir da auch mal ein paar Teile noch bekommen, dann würde ich sagen, dann machen wir einmal mal, ja, irgendeins, ne? Also schwer, keine Chance, die sind alle. Ich denke mal, die letzten werden sogar noch höher sein vielleicht, oder? Ne, wird auch 210 verlangt. Okay, da macht es keinen Unterschied mehr, aber hier, ja, dann machen wir mal, oder machen wir das hier, Mississippi Arizona Event, Arizona. Dummer Name. Egal, ja, Blitzreise. Mach das Tor auf! Dass die das Tor nie aufmachen rechtzeitig. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber von den Gegnern fährt niemand so ein Riesending, ne? Gut, auf den ersten Blick wird man jetzt auch nicht denken, dass es gut ist, aber... Ja. Wasserverdrängung ist halt am Start, würde ich sagen. Mega. So, wir versuchen mal da außenrum vorbeizufahren. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen überspringen. Ja, falls sich der eine oder andere gefragt hat, warum heute Mittag um 12 keine Folge kam von mir, das liegt einfach daran, dass ich heute sehr,
sehr, sehr, sehr lang geschlafen habe. Aber ich dachte mir, das muss es auch mal sein. Denn ich habe jetzt gerade aktuell keine Uni. Und dementsprechend, ja, Urlaub, Ferien, was auch immer. Allerdings habe ich bei mir an der Fakultät halt immer Klausuren quasi im Ende der Semesterferien. Ja, klingt ein bisschen doof, aber ist halt wirklich so. Deswegen so richtig abschalten kann ich auch nicht. Ein bisschen lernen sollte ich auch. Aber ich muss halt jetzt nicht zur Uni oder so. Und deswegen, ja, habe ich mir einfach mal gedacht, boah, ich schlaf mal. Ja, dass es dann so lang wurde, hätte ich es zwar nicht gedacht, aber kann mal passieren. Aber ihr müsst auf die Folge ja nicht verzichten. Und ich glaube, ist jetzt auch nicht so schlimm. Gerade wenn es so warm ist, ne, geht man eher vielleicht raus, geht an den See oder geht ins Schwimmbad und dann kann man die Folgen ja sich auch am Abend erst angucken. Ja, die laufen ja nicht weg. Ist ja alles on demand, alles cool. Na, ich, der Ray, der sitzt hier in seinem Zimmer und schwitzt sich einen ab. Nee, keine Sorge, ich gehe auch an den See und ans Schwimmbad noch. Das ist kein Thema. Aber erstmal hier jetzt hier die digitale Erfrischung holen und dann gucken wir weiter. So, die holen wir dir hier auf. Drecksäcke. Schön mal wegbleiben jetzt. Guck mal, mit Nitro sind wir hier fast 300 gefahren. Kann man auf jeden Fall machen. Aber krass, 210 ist halt eine mega krass hohe Stufe. Also das geht ja ewig, bis ich da bin. Also das werden wir in der Folge nicht schaffen. Das muss ich wohl offscreen mal ein bisschen machen. Dass wir da diese Stufe kommen. Oder in den Livestreams. Und da werde ich auch immer gefragt, wann kommt denn der nächste Livestream? Ja, da kann ich auch nur dazu sagen, der kommt, wenn er kommt. Ja, also es ist aktuell tatsächlich keiner geplant. Aber mal schauen. Also ich denke mal, da kommt schon bald mal wieder einer. Oh, die Beute liegt da hinten. Mal vergessen. Tschu. Ja, immerhin drei Teile bekommen. Das ist schon mal gut. Besser als nur ein Teil oder zwei. So. Immer neue Stufe 150. So, jetzt machen wir nochmal so ein Powerboat-Rennen. Machen wir mal. Ja, können wir das hier nochmal machen, oder? Bisschen anspruchsvoller. 150 wird verlangt. 147 haben wir jetzt inzwischen. Und geh auf. Oh. Schrecklich. Das ist halt so krass. Die sind alle gerade halb so hoch. Halb so groß auch. Die anderen Boote. Eigentlich können wir echt gerade drüber fahren, oder? Über die. Sollen wir es mal probieren? Okay, hat nicht so geklappt. Geht zum langen. Ah, hier lang. Aber guck mal, selbst normalerweise ja so, wenn man hinten einen herfahrt, der macht ja so Wellen, also so quasi verwirbeltes Wasser, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Und normalerweise versetzt das Boot übelst, aber bei dem macht es einfach gar nichts aus. Das sprengt einfach die Physik dieser Powerboats. Ja, kann man machen. Wo geht es jetzt lang? Hier rechts, 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 immer weiter im Kreis. Was sitzt da oben drauf? Wie wäre nichts wäre. Ich kann ja eigentlich mal Ding fahren hier, Cockpit, oder? Übersicht ist bei dem Boot nämlich ganz gut. Bei den anderen Powerboats ist ja eher so semi-cool. Ah, ich hätte hier abbiegen müssen. Shit. Das war nicht so gut. Hätte eins vorher abbiegen müssen. Ja, so viel zur Übersicht. Aus. Ja, also seekrank wird man bei dem Boot hier anscheinend nicht, weil, ja, wie gesagt, bockt den ja gar nicht. Also man merkt es auch direkt so, dass du eigentlich gar keine Versetzung durchs Wasser hast. Ich meine, klar, hier sind jetzt keine Megawellen, aber trotzdem merkt man das einfach irgendwie. Wir gewinnen. Woohoo.
Nice. Ja, läuft mit dem Ding. Oh, da gab's blaue Teile. Oh, sogar drei. Und ein, also drei Teile insgesamt. Zwei blaue, ein lilanes. Und ich krieg's nicht. Komm jetzt her. Hallo? Halten wir halt an, drehen und fahren dann drüber. So, sehr gut. Ja, dann machen wir doch jetzt nochmal ein paar Tests, würde ich sagen. Dass wir da auch nochmal ein bisschen was gemacht haben. Ja, und wir haben jetzt über 150er Stufe. Das ist doch schon mal sehr schön. Dann gucken wir doch jetzt mal bei den Tests. Was haben wir denn noch? Also die Flucht können wir eigentlich immer mit dem machen. Slalom ist zum Teil auch im Wasser, ne? Aber ich glaube, für Slalom müsste ich eher einen Chat-Sprint nehmen. Weil Chat-Sprint zählt ja nicht zu der Kategorie hier, oder? Egal, wir machen mal Slalom San Francisco. Wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Komm, aber dann nehme ich jetzt wieder die Außensicht. Ist ein bisschen besser, glaube ich. Ne, ich glaube nämlich, wir dürfen gar keinen Chat-Sprint nehmen, weil das ja zu Pro Racing gehört. Außerdem sind die Dinger ja so weit auseinander, als dass wir jetzt kein so mega wendiges Ding brauchen, sagte er und verpasst was den Checkpoint. Das ist eng hier. Also mir fast gedacht, dass da jetzt aneckt und hier auch. Und, Vorsicht. Nein! Ja, jetzt bin ich falsch gefallen. Ey! Jetzt hänge ich da fest. Das gibt's nicht. Ah gut, wir haben es schon geschafft, sehe ich gerade. Zumindest mal das Mindestziel. Ja, scheiß drauf. Wir kommen ja nicht rum. Ja, also das ist hier vielleicht nicht gerade das Beste. Boot dafür. Oh, der kriegen wir. Nein, kriegen wir nicht mehr. Schade. Egal. Okay, cool, wir haben es geschafft. Oh, da gab es sogar einen Teil für. Nee, sehr gut. Gibt es ja nicht immer bei diesen Tests, aber nehme ich natürlich sehr gerne mit. Gaspedale. Na, da haben wir eh so eine niedrige Stufe nur. So. Dann machen wir nochmal hier. Test, Test, Test. Test, Test, Test. Was haben wir denn noch? Slalom. Muss ich halt noch gucken, weil das halt nicht immer ein Boot ist. Ja, aber ich glaube. Doch, hier ist ein Boot. Okay, wir probieren's. Oh Gott, das wird kritisch. Das Ding einfach nicht wendig ist. Ja, genau. Einmal mal einen U-Turn machen. Mit einem Ding, was überhaupt nicht um Kurven fahren will. Oh Gott. Okay, das wird schwierig, glaube ich. Achso, ich kann. Ja. Ich krieg's nicht rum, Leute. Das Scheißding. Die Vorgabe fährt trotzdem noch hinter uns. Ja, normalerweise müssen wir das Gewicht nach vorne lagern. Bei solchen Geschichten, aber. Wenn ich es nach vorne lagere, krieg ich es nicht mehr gelenkt. Oh Gott, egal, wir haben es irgendwie geschafft. Okay, das ist aber auch eindeutig das falsche Boot dafür. Muss man ganz klar sagen. Aber ist mir egal, wir probieren es trotzdem. Versuch macht klug, ne? Wie man so schön sagt immer. Oh, ich könnte mit dem Ding sogar mit den Chat-Sprints mitfahren, weil ich einfach auch so über die Landstriche fegen kann. So, jetzt machen wir nochmal einen Test, dann machen wir nochmal ein Rennen, würde ich sagen. Machen wir nochmal eine Flucht, wenn da irgendwo noch eine Flucht ist. Da ist nochmal eine Flucht. Dann machen wir die nochmal. Auf geht's! Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Links, ich war links, komm. Nein, das war... Wow! Alter, habt ihr es gesehen? Ich war voll unter Wasser. Die Brücke war zu tief. Was ich sagen wollte, nein, links oder rechts, das war jetzt keine politische Richtung, die ich damit ausdrücken wollte. Ich fahr mal hier lang. Okay, das war doof. Das war ganz doof. Ja, okay, das hat sich dann damit erledigt. Scheiße. Komm, nein, jetzt mache ich dieselben Fehler nochmal. Ja, okay, jetzt können wir es vergessen. Wir haben es eh geschafft. Alles gut. Aber wir wären nochmal, glaube ich, ein gutes Stück weitergekommen.
Na, jetzt haben wir da einen Teil bekommen, ich krieg's aber nicht. Weil ich da nicht hinkomme. Ja, wurde zum HQ geschickt. Gut, dann gehen wir jetzt halt schnell zum HQ. Wir machen jetzt sowieso gleich nochmal ein Rennen. Ein oder zwei Rennen hier zum Schluss der Folge. Und dann haben wir uns auch mal wieder ein bisschen aufs Wasser begeben heute. Mal wieder ein bisschen Powerboat gemacht. Und in der nächsten Folge gucken wir doch nochmal, welche Kategorie oder welches Fahrzeug oder was auch immer wir eintauchen können. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier denn der Posteingang liegt. Der ist bestimmt irgendwo da hinten oder so. Ah, da. Direkt nebenan. Gar nicht so weit weg. Bei Street Racing ist er ja irgendwo ganz woanders. So, jetzt haben wir das Ding uns geholt. Dann bauen wir das auch gleich mal ein. So. Zack. Und dann machen wir jetzt nochmal ein Rennen. Machen wir mal das hier. Weiß nicht, ob wir das gerade eben schon gemacht haben. Ist auch egal. Ich glaube nicht. Ja. Boom. Los geht's. Ich möchte euch alle überfahren. Oder wegdrücken. Jetzt einmal ein Panzer, warte mal, ich will hier abkürzen. Hui. Okay, das war nicht so gut. Hat eher Zeit gekostet, aber man muss es ja mal versuchen. So, jetzt haben wir wieder Chain. Chain, Chain, Chain. Richtig, du hast die Führung. Echt? Krass, hätte ich nicht gedacht. Dass wenn ich den Führenden überhole, dass ich dann die Führung habe. Oh, jetzt kommt diese Kackwurzel, da kann ich mich noch erinnern, als wir zum ersten Mal hier gefahren sind und ich verkack's schon wieder. Das Problem ist, das ist eigentlich wie eigentlich auch auf einer normalen Rennstrecke, also wenn im Auto unterwegs ist. Wenn man eine Kurve zu früh anfährt, dann kann es sein, dass du halt innen irgendwie auf den Curb kommst oder sonst was und dann versetzt das Auto erst recht nach außen. Das heißt, dieser vermeintliche, das vermeintlich frühe Einlenken, um die Kurve besser zu bekommen, hat genau dann den Gegenteileffekt, dass du die Kurve viel, viel schlechter bekommst. Und das ist halt scheiße. Und das ist halt hier genauso. Also das ist das Rennen, was am Staudamm vorbeiführt. Schade, heute springen wir nicht runter. Wir haben es gleich. Und da ist das Ziel! Ja, sehr schön. Alles klar. Guck mal, wir haben sogar ein Pult-Dings. Ah, das kann ich die scheiß Teile schon wieder nicht holen, ne? Weil ich jetzt hier aufs Land gefahren bin, ich Vollidiot. War jetzt halt nicht so schlau. Oh, das war jetzt blöd. Egal, wir können aber einen Kultpunkt verteilen. Machen wir das doch einmal mal. Und dann müssen wir, ja, wohl oder übel, zurückgehen nochmal ins HQ. Sind überhaupt neue Teile gekommen? Ich weiß es gar nicht, weil irgendwie habe ich jetzt keine gesehen. Aber ich denke mal schon, dass es welche gab. Aber ich sehe jetzt nicht. Ja, da steht es auch. Die Beute wurde ans Posteingang und verlassen. Und dann bauen wir die ein. Und ja, ich glaube, wir sind sogar schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und deswegen würde ich einfach sagen an dieser Stelle, ich verabschiede mich. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann bis zur nächsten Folge. Die gibt es dann morgen. Hoffentlich dann wieder pünktlich um 12. Aber ich möchte nichts versprechen. Aber es gibt auf jeden Fall morgen eine Folge. Ich bin raus auf jeden Fall an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wäre cool. Und ich wünsche euch noch einen schönen Montag und eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.